Während sich die Zahl der palästinensischen Todesopfer im belagerten Gazastreifen auf 21.000 zubewegte, wurden am 26. Dezember 80 Leichen in Leichensäcken in einem großen Lastwagen zum Al-Sultan-Friedhof in Rafah-Stadt gebracht. Einige der Leichen kamen zerstückelt an, andere waren größtenteils verwest und wieder andere noch intakt. Es handelte sich um Menschen, die während des israelischen Angriffs auf den Gazastreifen getötet worden waren und deren Leichen anschließend vom israelischen Militär gestohlen und an einen unbekannten Ort gebracht wurden. Aus Gründen, die von der israelischen Regierung nicht vollständig erklärt werden. Wir werden jeden Märtyrer unter Berücksichtigung der Art der Verletzungen und der Todesursache untersuchen. Wir werden auch die Identität der Märtyrer feststellen, um ihre Angehörigen zu informieren. Schließlich wollen wir die israelischen Kriegsverbrechen dokumentieren. Viele Leichen der Märtyrer sind bereits verwest, sodass es schwierig ist, die Todesursache zu ermitteln. Viele der Leichen sind jedoch verstümmelt, was den Verdacht nahelegt, dass sie bombardiert wurden. Wir haben heute Mittag 80 Märtyrer erhalten. Alle 80 wurden von den Zionisten während ihres Krieges gegen Gaza ermordet. Jetzt werden die Märtyrer in diesem Massengrab, das wir im Sand ausgehoben haben, beigesetzt. Möge Gott uns allen gnädig sein. Wir haben das Erdloch hinter mir mit Traktoren ausgehoben. Sobald alle Leichen in der Grube sind, werden wir es zuschütten und sie begraben, so Gott will. Da auf den Friedhöfen im Gazastreifen kein Platz mehr ist und kaum Zeit oder Mittel für die Vorbereitungen von Beerdigungen zur Verfügung stehen, wurden diese 80 Opfer wie so viele andere während des dreimonatigen israelischen Angriffs aufgereiht in einem Massengrab beigesetzt. Das Gesundheitsministerium von Gaza und Euromed Human Rights Monitor haben Israel während des Krieges mehrfach beschuldigt, Organe von entwendeten palästinensischen Leichen zu stehlen. Nach der Untersuchung dieser 80 Leichen behauptete das Gesundheitsministerium des Gazastreifens erneut, dass Israel Organraub begangen habe. Sollte dies zutreffen, wäre dies nicht das erste Mal. Im Jahr 2009 gestand der israelische Pathologe Dr. Yehuda Hess in den 1990er Jahren, Organe aus den Körpern toter Palästinenser gestohlen zu haben. Dr. Hess gestand, wir haben Korneas, Haut, Herzklappen und Knochen entnommen. Fast alles geschah weitgehend inoffiziell und die Familien wurden nicht um Erlaubnis gefragt. Israel ist ein internationales Drehkreuz für den illegalen Organhandel, wie eine Strafverfolgung von 4 Israelis im Jahr 2014 zeigte. Zurück in Rafah. Als ein Bulldozer ein Massengrab mit gestohlenen Leichen auffüllte, bereitete Israel seine Tötungsmaschine für neue Massaker vor, die die Friedhöfe in Gaza noch weiter auslasten werden. Echte Demokratie erfordert eine informierte Öffentlichkeit. Eine Öffentlichkeit, in der der Einzelne den Wert von Informationen erkennt. Informationen, die in den richtigen Kontext gestellt werden. Kontext, der unsere Überzeugungen herausfordert. Und Überzeugungen, die keinem Dogma folgen, sondern entwicklungsfähig sind. Wenn wir diese Elemente kombinieren, dann können wir eine der wichtigsten Säulen unserer Demokratie, die vierte Gewalt, wiederbeleben und stärken, Lösungen finden und Brücken bauen, anstatt zu spalten und auszugrenzen. Das ist unsere Vision als unabhängiges und gemeinnütziges Medienportal. Um sicherzustellen, dass wir auch unabhängig bleiben und diese Vision nicht gefährden,
bleiben wir werbefrei und nehmen auch keine Gelder von Konzernen oder Regierungen an. Unser Journalismus ist ausschließlich auf Sie, die Öffentlichkeit, angewiesen, um als Medium weiter existieren zu können. Gesellschaftlicher Wandel lebt von Partizipation. Werden Sie Teil der Veränderung. Wenn jeder unserer Abonnenten nur 3 bis 5 Euro monatlich spendet, dann können wir gemeinsam ein Netzwerk schaffen, das einen sehr wertvollen Beitrag zur Meinungsbildung etabliert. Viele kleine Beiträge schaffen etwas Großes.